Stuttgart, Bayerischer Rundfunk, Luxemburg, Wien, Straßburg. Das war noch so ein richtiger Weltempfänger, kann man fast sagen, ne? Also da gab es noch richtig schöne, tolle Musik. Zwar manchmal in Mittelwelle, UKW war glaube ich noch nicht so ganz, oder Langwelle. Aber so ein Gerät hat früher meine Großeltern, glaube ich, auch gehabt, so was Ähnliches. Ja, tolle Musik, das macht auch mein heutiger Interviewgast ganz besonders. Und er ist mit seiner steirischen Harmonika unterwegs, nämlich Richtung Rust zu Stefan Ross bei Immer wieder Sonntags. Da spielt er in der Sommerhitparade. Und wir haben uns heute hier verabredet im Schwabengarten, nicht weit weg von der Autobahn, Filderstadt, auf den Filtern, Leinfelden, Echterdingen. So ganz grob, da findet man es. Eingeben Schwabengarten, nicht zu übertreffen. Und jetzt gucke ich mal, wo er sitzt. Er sitzt hier drüben, mein heutiger Gast, der Michael Tumm. Ja, alles schon dabei. Halli, hallo, grüß dich, Servus, servus. Dank. Ja. Dankeschön für die Einladung. Ja. Schön, dass ich heute da sein darf. Bitte gerne. Keine Ursache. Du hast ja mehr oder weniger sogar dich angeboten, hier vorbeizukommen, denn du kommst aus Nördlingen Genau. oder aus der Nähe davon, Nördlinger Ries. Das ist so die Grenze Bayern-Baden-Württemberg. Da können wir nachher gleich nochmal drauf eingehen, wo die Landschaft liegt. Und bist jetzt, wie gesagt, auf dem Weg nach Rust in den Europapark. Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen. Servus, viele Grüße auch an alle Zuschauer und alle, die heute dabei sind. Vielen Dank. Genau, wir haben es gerade schon eingangs gesagt, du bist in der Sommerhitparade jetzt schon zum dritten Mal dabei. Oder gar das vierte Mal jetzt, gell? Das dritte Mal, Dritte Mal jetzt, dieses okay. Wochenende, genau. Ja, also die zweite Hälfte bei Immer wieder Sonntags in der Sommerhitparade bestreitest du, glaube ich, schon ganz gut. Ja, das ist Gott sei Dank dafür wieder Dank vielen Zuhörern und Freunden und Fans, die mich da unterstützen. Und das glaube ich auch nicht selbstverständlich. Und deshalb schon mal ein riesen Danke an alle, die mich da unterstützen und auch zur Volksmusik und zum Schlager stehen und da dabei sind. Ganz genau. Nee, also Volksmusik ist ja sowieso in den Medien nicht mehr ganz so präsent, wie man es einst gewohnt war. Aber du bist jetzt wie lange schon mit der steirischen Harmonika im Einsatz? Professionell mache ich es jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr und Musik mache ich schon seit meinem 6. Lebensjahr, habe mich schon immer begleitet, das ganze Leben lang. Anfangs in der Blasmusik und dann auch verschiedene Bands und verschiedene Projekte durfte ich da dabei sein in ganz unterschiedliche Spielrichtungen und das prägt natürlich auch. Aber jetzt war so der Zeitpunkt, wo man sagt, genau den Weg möchte ich machen, eigene CD, eigene Musik, eigener Stil und echt toll, wenn man dann viele Menschen damit erreicht. Ja, das ist doch super toll, genau. Also, und dann jetzt noch in so einer großen TV-Show drei Sendungen hintereinander. Ich meine, also so ein Publikum muss man erst sich dann auch mal erspielen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das ist Wahnsinn. Also über 70% dürfte da dabei sein. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen, dass die Volksmusik nicht am Aussterben ist, sondern eher das Gegenteil, dass es weiterhin sehr gefragt ist. Und das freut mich absolut und auch vielen Dank nochmal an alle Zuschauer von Immer wieder Sonntags. Ja, wunderbar. Ja, und auch eine eigene CD ist, glaube ich, jetzt in der kurzen Zeit schon entstanden. Und was kann man da dazu sagen? Wann kam die raus und wie heißt sie? Wir haben sie auch hier stehen. Genau, mein erstes Album Die Natur und du dazu Ja. haben wir letztes Jahr Davon im können wir gerne mal hier in die Kamera halten. Sorgt gleich hier fürs Richtige. Für die richtige Schärfe sozusagen. Die Natur und Die Natur und du dazu. Also bunt gemischtes Album, das ist letztes Jahr im Oktober entstanden mit meiner Plattenfirma Tirolis. Ich war da im Zillertal im Studio, im malerischen Zillertal und habe da ein tolles Team um mich herum gehabt. Und das inspiriert natürlich auch. Und viele namhafte Komponisten und Texter haben zu der CD beigetragen. Ich war natürlich komplett involviert bei allen Prozessen. Und das ist ein bunt gemischtes Album von typischer, fetziger Volksmusik, mit der steirischen natürlich, bis zu Schlagermelodien, tiefgründige Texte und Balladen und Party-Stimmungsnummern. Es ist, glaube ich, alles vertreten für jeden Musikgeschmack. Und das war mir auch sehr wichtig, weil es sollte alles irgendwo von, was mir spiegelt und was ich auf der Bühne gerne mache, alles dabei sein. Und Musik kennt keine Grenzen und so soll es auch sein.
Weil du sagst, namhafte Texter und Komponisten, legst du manchmal auch schon Hand an und entwickelst Melodien oder Texte oder beziehungsweise wie authentisch kommen die Texte dann für dich rüber? Ja, auf jeden Fall. Ich bin da dabei und die Texte müssen zum Künstler passen, zur Musik und zur Heimat. Ich bin sehr heimat- und naturverbunden bei uns im wunderschönen Nördlinger Gies. Und auf jeden Fall muss man sich mit dem identifizieren können. Eigene Musik ist in Planung und bin auch am Komponieren und am Texten. Es ist einiges in der Schublade und ich freue mich da auf viele neue Musik, die da so nach und nach entstehen wird und einfach ein tolles Gefühl. Also man merkt, er blüht richtig auf hier, wenn er von der Musik redet. Ich glaube, du gibst auch Unterricht nebenbei noch, gell? Genau, das ist richtig. Ich bin seit 2016 Harmonika-Lehrer, dürfte es auch beruflich machen. Okay. Und viele Menschen von jung bis alt mit der Volksmusik da zu begeistern und aktiv zu musizieren, das ist, glaube ich, eh immer das Schönste, wenn man Musik aktiv machen kann. Und es ist ein tolles Gefühl, habe da sehr viele Schüler und nebenberuflich bin ich noch als Pflegefachkraft im Bereich Altenpflege tätig. Mit dem habe ich eigentlich gestartet und mache das auch weiterhin gerne, mit Leuten zusammenarbeiten. Und es gibt unheimlich viel mir und auch die Dankbarkeit und Freude von den Bewohnern kommt sehr viel zurück. Das glaube ich. Und wenn man dann die vielleicht auch noch ein bisschen mit der Musik unterhalten kann, dann strahlen sie umso mehr, oder? Ja, auf jeden Fall. Und Musik ist immer tolles. Beste Medizin, kann man genau sagen. Ja, auf jeden Fall. Und Musik erzeugt Emotionen und auch von früher kommen da sehr viele Erinnerungen hoch, an Weihnachten zum Beispiel oder ich spiele auch am Sommerfest und viele Veranstaltungen. Ja. Es macht sehr viel Spaß. Sehr gut. Also Schüler, ich sage mal, die jungen Leute, sind die wirklich noch so für die Volksmusik zu begeistern? Weil oftmals hört man immer wieder, wenn man die jungen Leute anspricht, Volksmusik, dann rümpfen sie vielleicht die Nase oder muss das sein? Wie ist der Zulauf? Ja, auf jeden Fall. Die Volksmusik ist sehr im Trend und es gibt ja da unterschiedliche Sparten. Wenn sie fetzig ist und die Leute erreicht, dann denke ich, passt das ganz gut und ist sehr im Trend auf jeden Fall. Und man merkt ja, die Tracht ist immer mehr im Kommen. Mhm. Und wir sind in Bayern oder Baden-Württemberg und dann kann man doch auch zu Traditionen stehen und alles weiterpflegen, unbedingt. Und es ist auf jeden Fall nicht uncool. Ganz früher in meinen Jugendzeiten war das echt, muss ich mir schon oft so anhören, ja, uncool und Volksmusik und sonst was. Aber mittlerweile, auch meine Kumpels sind da alle voll begeistert. Und sehr gut. Und ich denke mal, gerade auch, weil du jetzt vorhin ja gesagt hast, da in der Region oder beziehungsweise in der ländlichen Gegend, ich glaube, da ist es doch nochmal anders gepflegt, als wie wenn man dann in eine Großstadt kommt. Ganz klar, weil da ist natürlich ein ganz anderer Puls der Zeit sozusagen, wenn man beispielsweise hier Stuttgart nimmt oder München oder wie auch immer. Ne? Ja, das stimmt. Und wir haben viele Traditionsfeste oder das Heimatverbundene. Jeder kennt jeden. Ja. Und das ist auch viel Tradition bei uns in Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel. Genau. Ja, und jetzt, wie gesagt, nochmal immer wieder sonntags. Wie geht es jetzt weiter? Die dritte Runde, noch zwei Runden überstehen, wenn ich es jetzt so richtig rechne. Dann kommt das große Finale. Ja, Anfang September, erstes Septemberwochenende ist das große Finale und freue mich auf jeden Fall, wenn es klappen würde und würde mich da schon jetzt über alle Anrufe und über die Unterstützung beim Televoting in der Sendung bedanken. Ja, also ich denke mal, bis ins Finale wirst du es auf alle Fälle schaffen, aber ich glaube, dann wird es ein bisschen schwierig. Da hast du vier starke Konkurrenten, die doch schon, sage ich jetzt mal, ziemlich stark auch vertreten sind. Ne? Ja, auf jeden Fall. Die Gruppe Brennholz aus Tirol machen auch sehr gute Musik, sind super Kollegen und letztendlich entscheidet es das Publikum und wir erreichen alle, jeder Künstler mit der Musik, die Leute und ich glaube, das ist das Allerwichtigste und jeder, wo in der Sendung schon mal dabei ist, hat unheimlich viel geleistet und schon geschafft und natürlich, jeder möchte weiterkommen, jeder möchte den Erfolg und aber ich bin da, ich gönne es auch jedem, wo weiterkommt und es war eine super tolle Zeit bisher und ein super tolles, nettes Team, auch im Hintergrund. Wir wurden da richtig toll empfangen, uns wurde praktisch der Teppich ausgerollt und das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich und da bin ich absolut
dankbar dafür, für die Erfahrung und die tolle Zeit bisher. Ja, auf alle Fälle, genau. Und ich denke mal, wenn man sich dann im Nachhinein zusammenrauft und mit vielleicht mit den Musikern, Kollegen, vielleicht gar gemeinsam auf Tournee gehen könnte, das wäre doch, glaube ich, so das, was eigentlich jedem Spaß macht dann, oder? Ja, Musik verbindet und das wäre natürlich eine tolle Sache auf jeden Fall. Ich bin noch nicht abgeneigt und vielleicht mal schauen, was noch so kommt in nächster Zeit. Genau. So, jetzt nochmal dein Titel in der Sendung. Wie heißt der? Rettungslos verschossen. Rettungslos verschossen. Wie sieht's da privat aus? Bist du rettungslos verschossen? Ja, aktuell eher nicht. Aber ich habe einen kleinen Hund und in dem bin ich rettungslos verschossen. Und Alina, bei einer Sennenhund. Und ja, bin sehr viel unterwegs und das gibt auch sehr viel zurück. Genau. Und rettungslos verschossen in dein Instrument, denke ich mal, in die Harmonika, oder? Auf jeden Fall. Unbedingt. So, und wenn es jetzt eh schon da steht, da wollen wir doch vielleicht ein klein bisschen was hören. Ist das möglich? Auf jeden Fall. Sehr schön. Aber jetzt noch vorneweg noch geschwind, wo kann man jetzt noch ein bisschen mehr über den Michael Thumm erfahren? Da kommen wir jetzt natürlich auf die Homepage, Social Media etc. Wo findet man dich? Genau, ich habe Homepage michael-thumm.de und natürlich auch in Social Media, Instagram, Facebook und TikTok und YouTube. Okay. Genau, es sind auch einige Musikvideos schon entstanden und einfach in Google eingeben oder in YouTube und dann findet man mich eigentlich sehr gut. Sehr gut. Und dann für alle Zuschauer, wie gesagt, auch natürlich liken, teilen beim Michael und jetzt kommt natürlich nochmal ein neues Video hinzu und jetzt würde ich sagen, schnallt sie mal um und lauschen wir mal ein bisschen. Genau. Ich bleib gerade mal so nebenbei sitzen da, genau, und halt mal das Mikrofon. Ja, wie gesagt, machen wir gleich den Titel von Immer wieder sonntags rettungslos verschossen. Ja, spiel den mal an, genau. Rettungslos verschossen, das bin ich in die. Deine Augen, die großen, die verzaubern mir ist nicht zu helfen. Ich glaub, ich bin verloren, weil ich so verliebt bin, bis über beide Ohren. Jawohl. Sehr schön. Dankeschön. Ja, also da wünschen wir dir wirklich ganz, ganz viel Glück, dass du da vollends ins Finale kommst und hoffentlich dann entsprechend deine Chancen nutzen kannst. Ja. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch und die Gelegenheit, mich dabei deinem Publikum zu präsentieren. Nochmal vielen Dank, das ist eine riesen Chance und Möglichkeit und toll, dass es solche Möglichkeiten noch gibt. In jedem Fall, nee, also da immer wieder gerne. Du darfst gerne dich immer wieder melden. Jetzt weiß ich nicht, welche Kamera auf mich da zielt, aber irgendeine wird schon richtig sein. Und wie gesagt, wenn es wieder was Neues gibt, dann sehen wir uns und hören wir uns wieder. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und danke für deinen Besuch bei uns hier im Promi-Geflüster und jetzt eine gute Weiterreise. Vielen Dank, alles Gute und viele Grüße an alle Freunde und Fans und Zuhörer vom Promi-Geflüster. Genau. Und ganz zum Schluss nochmal eine wichtige Sache. Am Sonntag wiederum anrufen. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.